Hallo, heute möchte ich euch meine Pilzfarm vorstellen. Wie ihr wisst, oder hoffentlich wisst, können sich Pilze seit dem Update 1.6 ja auch vermehren. Und das habe ich zunächst mal in einer kleineren Pilzfarm ausgenutzt, welche sich ganz unten im Keller befindet. Hier. Oh. Das sieht man regelmäßig hier. Aber nicht nur Slimes, sondern auch, ja, recht häufig sind es auch Zombies und Skelette. Creeper auch mal. Aber es gab noch... Naja. Also damit wären wir auch schon bei den Nachteilen. Bei solch einer Pilzfarm. Dass nämlich hier Monster spawnen können. Slimes sind ja noch harmlos gegenüber Creepern zum Beispiel. Aber zum Glück gab es noch keinen, der mir hier die... Ja, der hier um die Ohren geflogen ist. Auf jeden Fall, mit den Redstone-Fackeln kann man zumindest die Spawnrate ein wenig beschränken. Allerdings beschränkt man so auch die Wachstumsrate der Pilze. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ja gut. Auf jeden Fall hat das hier den Nachteil, dass Monster spawnen können. Und auch ein wesentlicher Nachteil natürlich ist, dass man die Pilze von Hand pflücken muss. Dass, wenn man eine wesentlich größere anlegt, nach diesem Stil ist das wohl sehr nervig. Deswegen habe ich mir bei meiner Pilzfarm die zunutze gemacht, dass eben die Pilze mit Wasser gepflückt werden können. Das will ich euch mal zeigen. Wo ist das denn? Noch weiter oben, noch weiter oben. Hier. Hier geht es... Also hier hinter der Wand befindet sich... also Moment, ich... also hier. Hinter dem Erdblock dort befindet sich Wasser und wenn ich den Erdblock entferne, dann fließt das Wasser. Natürlich, seit Version 1.7 gibt es ja die Pistons. Mit dem könnte man das Ganze... ja, automatisieren so teilweise. Das werde ich vielleicht auch noch machen, aber das dazu bin ich bisher noch nicht gekommen. Also der Wasserfluss fließt hier runter hinter der Wand. Hinter der Erde ist... Oh! Ja, wunderbar! Zwei Creeper! Das trifft man auch häufig. Und dann ist, kommt unten aus der Pilzfarm auch gerne mal Knochen oder Schießpulver oder Pfeile, ja. Und Dingens hier. Federn raus. Also. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. Das Wasser kommt dann von hier oben runter und wird dann über... Ja, wird dann halt so geteilt, dass es in diese drei Kanäle hier, hier und hier fließt. Ich zeige mal einen dieser Kanäle. Das Wasser fließt also hier runter und durch die Schilder wird es blockiert und dann fließt es eben hier durch. Und die Pilze, die hier oben wachsen, wenn hier welche wären, die würden dann einfach nach unten fallen. An den Schildern. So müssen die Pilze nicht durch jede Etage durchfließen und das Wasser macht eben so einen Zickzack-Verlauf. Ja, genau. Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Hier können auch Monster spawnen, aber diesen Bereich muss man ja nicht betreten, um die Pilze zu pflücken. Ach ja, genau, wo, wie die Pilze wachsen. Ich will das euch mal unter Ausnutzung des Flying Noclips mal zeigen. So groß ist die, die hat insgesamt 10 Etagen. In jeder Etage sind, wie viele waren das nochmal? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Insgesamt sind das ungefähr 300 Stellen, an denen Pilze wachsen können. Ich mach mal die Beleuchtung... Ja,
Ich mache mal die Beleuchtung aus, dann kann man das besser sehen. Ja, hier. Das hier sind die Stellen, an denen Pilze gepflanzt wurden. Und Pilze können auch so über Eck, sage ich jetzt mal, wachsen, also sich ausbreiten. Daher Pilze, die hier sind, verbreiten Nachkommen nach hier, nach hier, nach hier und nach hier. Und diese Röhren hier, wo die Pilze drin wachsen, wo sie gepflanzt sind hier, die sind eben geschützt vor dem Wasser. Und natürlich ist das Ganze hier komplett dunkel. Wer es nicht weiß, die Pilze strahlen Licht in der niedrigsten Stärke aus, sodass man sie in kompletter Dunkelheit immer noch erkennen kann. Ja, dann unten die Aufsammelstelle. Die Pilze fliegen also hier runter und landen im Wasser und werden dann einfach hier entlang hier rangespült. Okay, dann will ich das mal zeigen. Hier. Ach scheiße, ich hasse das. Warum deaktiviere ich denn nicht Noclip? So. Adblock entfernen. Dann will ich euch nochmal eben hier zeigen, wie das Wasser fließt. Das wird hier, mal Licht machen. Das wird hier geteilt und hier nochmal geteilt und gelangt dann als gleichmäßiger Strom hier rein. So. Wieder zumachen. Okay, und ganz unten kommen die Pilze an. Moment, halt, nicht so weit unten, nicht so weit unten. Hier war das und man hört sie schon, wie viele das sind. Ich habe sie auch länger nicht mehr pflücken lassen, die Pilze. Bis alle Pilze da sind, dauert es ein bisschen. Aber das ist... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so viele auf einmal kommen. Alter. Ich hab doch irgendwo stehen, wie viele das insgesamt sind. Also wie viele insgesamt... Ach ja, genau. 360 können insgesamt wachsen. Auf jeder Etage 36. Ich zeig euch das nochmal etwas genauer. So. Also eine solche Etage hat 6 Stellen, also die bestehen eben aus solchen 6 Kanälen, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, und diese Kanäle sind jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke lang. Und das Ganze mal 10 ergibt insgesamt 360 Pilze. So. Die insgesamt da wachsen könnten. Aber bis alle 360 voll gewachsen sind, das dauert recht lange. Ich weiß nicht wie lange, aber das dauert. Deswegen ist es eher sinnvoll, nach einer Stunde ungefähr zu pflücken. So. Ich zeig euch mal, wie viele... Clip. So, wie viele Pilze ich damit bisher insgesamt gesammelt habe. So. Ja, ist ja recht umfangreich. Ach, das läuft ja bereits über hier. Ich sollte mir mal eine Kiste anlegen, nur für Pilze. Und da unten laufen 2 Creeper herum. Ja, okay. Das war es eigentlich soweit. Ja. Also dann. Bis zum nächsten Mal.
Das ist Philosophie live.